Und dort, wo viele Menschen sind, da wird es auch laut, so kommt's, dass Annas Gatte aus dem Fenster schaut. Aha, schreit ihr, der Nebenbuhler, nur um mich zu quälen. Sag ich, Fräulein, bitte, wie heißt denn der knusprige Rand bei der Pizza? Hat's mir drauf gesagt, wir sagen Döller. Hopping, 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 doping, never stopping, happy shopping. Untermauert und vor allem verstärkt wird dieses sich selbst fremd sein, wenn das Kind die ersten Schritte macht und dann häufig mit der Frage eines völlig losgelösten Erwachsenen, man muss sagen, meist einer Frauensperson, konfrontiert wird. Ja, wer kommt denn da? Ja, wer kommt denn da? Oder auch, ja, wer kommt denn da? Oder in schweren Fällen, ja, wer dommelt denn da? Aber diese Leute sind bereits meist in stationärer Behandlung. An derer Kasse stöhnen sie, ah, ah, au. Und an derer Kasse stöhnen sie, eh, ah, ah, au. Das klingt wie ein Gruß auf Suaheli. Eh, ah, ah, au. Heute in dem Programm mit Kurt Gober, Stubenjazz und so, wo ich da dabei bin, also wo ich quasi eine Lesung mache aus den Büchern, die sehr heiter ist, wie man hoffentlich gesehen und gehört hat. Da lese ich nur aus dem Buch. Nicht? Also, aber das Programm, das aktuelle Kabarettprogramm, wo ich dann alleine spiele, das ist auch in diesem Buch drinnen, mehr oder weniger. Der Karl Kraus, glaube ich, hat einmal gesagt, die sogenannte nachhaltige Pointe ist nicht die, wo man so sie auf die Schulter klopft, also nicht Comedy und Bierzeit, Spaßetteln, sondern die nachhaltige Pointe kommt immer aus den Tiefen der Resignation und den Abgründen der Verzweiflung. Nicht? Und die Satire ist dann eine sehr scharfe Waffe, weil der Tucholsky gesagt hat, Satire darf alles. Also im Spaß, im sogenannten Spaß in der Satire kann ich fürchterlich schimpfen und es kann mich niemand klagen. Nicht? Der Qualtinger hat gesagt, Satire ist das, dass man einen auf den Fuß steigt, aber es tut einem nicht weh. Ne? Ja, der Abend war sehr angenehm, weil ich mittlerweile kenne ja die Atmosphäre im Raum und ich bin wieder überrascht, wie stimmig das alles ist, weil mir gefällt es so gut, wie ihr das hergerichtet habt und es wirkt sehr, sehr, sehr authentisch. Immer spontan, in irgendeiner Form ist, man weiß nie genau, was passiert und das ist eine angenehme Situation, irgendwo auch in Wechselwirkung mit dem Vortragenden. Ja, eigentlich gibt es nur Gemeinsamkeiten, weil es ein unglaublich angenehm intimer Club ist. Ich habe nach dem Club mehr oder weniger gesucht oder habe den Club im Internet gefunden und gedacht, ich muss alles tun, dass ich da spielen darf. Nämlich voriges Jahr mit Johannes Silberschneider, war dementsprechend lästig, habe oft genug angerufen, bis sich der Veranstalter erbarmt hat und heute sind wir zum zweiten Mal da. Und wie ich in der Pause schon gemerkt habe, also der Josi hat sich auch sehr wohl gefühlt. Ich habe den durchaus gut empfunden, auch in der Wechselwirkung zwischen Künstlern und Publikum und gehe eigentlich mit großer Freude nach Hause. Kaufen Sie dieses Buch, es wird Sie glücklich machen und Ihr Leben verändern. Kannst vor allem auch am Klosett lesen. Sterben überhaupt nicht.